Jetzt. Hey Leute, warte hier, willkommen zu einem Video zu Worldstars. Wisst ihr, manchmal im Leben muss man einfach sagen. Dein Zuschauer fragt mich jetzt seit über 100 Tagen, ob ich mal Ems Hyperladung vorstellen kann. Und das war auch so ein bisschen unterm Radar. Ich habe es aber natürlich mitgekriegt. Fällt hier auf, wenn ihr es unter jedem Video kommentiert. Eigentlich kann ich mir es nicht erlauben, jetzt einfach Geld wegzuwerfen, indem ich Ems verbessere. Weil das ist ein Faktor, der wird immer vergessen. Ja, ich habe Lucky die Hyperladung schon umsonst gekriegt. Aber ich muss ja trotzdem noch sie jetzt hier einmal verbessern für 1800 plus Powerpunkte. Plus jetzt einmal für 2800 plus Powerpunkte. Ems stößt Gegner bei Aktivierung ihres Superskills an dessen äußersten Rand zurück und lässt einen Angriff mit ihren Haarspray folgen. Alles, was ich davon bis jetzt gesehen und gehört habe, soll es wohl nicht ganz so krass sein, aber ich wäre bereit, das rauszufinden. Für Gear gebe ich kein Geld aus. Ja, irgendwann nächste Woche kommt ja der neue Brawler schon Pay-to-Win ins Spiel. Bis dahin muss ich halt irgendwie 10.000, 12.000 Münzen kriegen. Na ja, komm, gib mir das mit dem Selfie-Stick. Nehmen wir mit. Warum nicht? Superfan-Ems, jetzt ausrüsten. Kostet irgendwie 120 Juwelen der Skin eigentlich. Na gut, gib mir Trio Showdown. Ich glaube, die Überladung ist nicht sonderlich gut. Ich habe die auch in-game noch nicht super oft gesehen, also sehr wenig Leute spielen die. Aber was willst du machen? So, wenn 100 Tage danach gefragt wird, da kannst du nicht immer sagen, nee. Die Bubbles kannst du halt gar nicht so richtig ausspielen wegen der Stimmelreichweite. Ich habe einen AFK-Kult auch noch gekriegt. Warum auch immer ich so viele AFK-Teammates kriege in dieser Zeit. Sehe ich das? Ich glaube, 2,5 Super brauchst du, oder? Da gucke ich mich. 2,5 Super brauchst du, um die Hyperladung zu sehen. Das ist ein bisschen was, ne? So, ich hab einmal das Super. Jumpen. Okay, sorry. Nee, jetzt gucke ich mir nicht in den Modus an. Auch wenn ihr den Modus nicht gerne mögt zum Zugucken, ich mache das in Juwelenjagd, weil in Juwelenjagd kann ich das höchstwahrscheinlich safe sehen. Und die Map hier ist auch eine komplette Fernkämpfer-Map. Ist auch nicht gut. Aber Super einmal gehabt. Okay, du brauchst... Ja doch, 2,5 habe ich gesagt, ne? Aber ich kann hier die Hyperladung halt einmal safe sehen. Mit Hyperladung schleudere ich Gegner zurück. Plus der Effekt ist nochmal größer, wenn ich mich nicht täusche. Mann, hör auf, mich die ganze Zeit zu snipen. Brech. 1 Zentimeter gefehlt. So, jetzt habe ich's. So, die werden weggeschleudert und am äußeren Rand kassieren nochmal extra Schaden. Aber das war schon gut. Das war schon gut. Wir haben es einmal gut in Aktion gesehen. Reicht. Ey, das war gar nicht schlecht. Aber der Schaden war da. Ja, ich glaube, ich gehe mal nach Tresorraub. Es ist halt schwer, einen Modus zu finden, wo ich mir das cool angucken kann. Ich spiele übrigens jetzt abends um 23 Uhr. Nur um das mal kurz einzuordnen. Das Video hier ist um 23 Uhr abends aufgenommen. Also falls ihr das jetzt am Sonntag guckt, ich bin aus der Vergangenheit. Bin immer noch sauer, dass Schalke gestern verloren hat. Schalke hat 3-0 geführt und am Ende 4-3 verloren. 5-3 verloren. Es ist so lustig, wie die meisten Kultspieler überhaupt nicht wissen, was sie tun müssen, wenn sie nicht das SpongeBob Power-Up haben, ne? Kultspieler oder SpongeBob Power-Up sind so lost. Die sind wirklich einfach lost. Also die wissen nicht, was sie tun sollen. Einfach damit überfordert. Wir killen die Gegner jetzt vielleicht zu schnell. Deswegen mache ich mal kurz proaktiv da so. Einfach nur für ein bisschen extra Schaden. So, was soll ich tun? Aber die Gegner jetzt zum Beispiel einfach geownt. Okay. 2,5 ist schnell. Es lädt sich also sehr schnell auf. Ist aber jetzt auch keine gute Runde gewesen, um das Pferd zu bewerten. Ich Geld machen muss mit Bibi, das 800, das noch eine Stunde spielen. Ja, das ist schon ein bisschen Zeit, was ich da jetzt noch rein investieren muss für die Kohle, ne? Einfach kaufen ist wahrscheinlich echt der leichteste Weg. Oder ich krieg nochmal hier ein cooles Angebot. Gut. Hook. Nice. Du bist geslowed. Let's go. Nice. Double kill. Let's freaking go. Angriff. Ich akzeptiere. Okay. Ich brauche den Tod nicht zu akzeptieren, weil ich noch lebe. Das ist jetzt eher so eine Just for Fun Nummer. Es war so oder so gewonnen. Es war eher so ein bisschen Just for Fun, noch die Polarung rauszuhauen. Oh, ich habe noch die erste Meisterung über für Rico. Mülltonne. Okay, das wäre wahrscheinlich sogar schneller. Ich überlege halt nur gerade im Kopf, wie ich am schnellsten Geld machen kann. Also, in Brawl Stars. In echt kann ich natürlich am schnellsten Geld machen, wenn ihr mal ein Abo da lasst und meine Videos liked und einfach jetzt mal Tomaten auf die Kommentare schreibt. Tomatensaft! Weil ich die maximale Distanz hätte. Das ist ja auch meistens mehr als ein Treffer. Okay, ich dachte, mein Kreis killt ihn schneller. Aber das hat einfach nicht so schnell Schaden gemacht, wie ich dachte. Ja. Kill noch gemacht. Hat die Fähigkeit nicht mal gehalten? Alles wechselt mit Jean. Jean heilt sich bei der Fähigkeit. Aber Ems macht Schaden. Gewastet. Komplett gewastet. Ich habe nicht mehr viel Schaden damit gemacht. Das Problem ist, ich war so vorgezeichnet von den Runden davor, wo ich das nie klug einsetzen musste.
Ich krieg die aber, glaube ich, nochmal raus, die Verladung. Wir haben verloren. Dein Mike wird mindestens einmal Schaden machen. Wenn nicht der Barry. Okay, wir haben noch nicht verloren, wir haben gewonnen. Nevermind. Aber Hyperladung ein bisschen gewastet. Es ist auch echt nicht der beste Modus, um sich das anzugucken. Der 10 Kills, das war eine starke Runde. Aber wenn du wirklich die Hyperladung sehen willst, dann musst du woanders hin. Safe. Warum auch immer ich so safe war jetzt, aber... Ja, es wird schwer, ne? Also ich habe jetzt nicht so super wenig Schaden gemacht, würde ich sagen. Das war jetzt kacke. Ich habe nämlich mein Gadget aktiviert, um den zurückzuschleudern. Aber ich habe den... Ich habe den in das Fass zurückgeschleudert. Hat sie Spike-Socken an eigentlich? Ja, sie hat Spike-Socken an. Okay, das ist ganz putzig. Noch mal den letzten Mortis. A.k.a. Thaddeus. Brawl Ball werde ich halt genervt von den Kräften. Gib mir mal Duo-Showdown, aber ich habe auch kein Vertrauen in Duo-Showdown. Ich glaube, Tresorraub ist schon der richtige Move gewesen. So, ich denke, es ist der richtige Modus. Okay. Siehst du nah. Wird ein Treffer irgendwie nicht kassiert, den er hätte eigentlich kassieren müssen. Gut. Es sieht auf dem Papier aber nicht schlecht aus in Sachen Hyperladung. Okay. Ziemlich nah an Tod. Aber Hyperladung ist so gut wie da. Level 12, gute Runde. Ems, Schwester-Duell, let's go. Noch ein Treffer und ich habe die Hyperladung, glaube ich. Die killen sich halt gegenseitig. Das wird. Ich werde es auch nicht sehen können, ne? Mortis dasht. Der dasht einfach selber. Bro, es ist ein Fitzel. Es ist alles zu kurz. Tresorraub ist das Einzige, wo ich das confirmed jede Runde hinkriege oder halt fast jede Runde. Alles andere ist mir zu unsicher. Es war eine nice Runde so. Auf dem Papier, wenn es eine ganz normale Runde gewesen wäre, hätte ich gesagt, ey, voll gut, gut Kills gemacht, gut Schaden gemacht. Ballenfischen könnte klappen, aber da sind halt die dummen Kräfte, die SpongeBob-Kräfte mit dabei. Das hat überhaupt nicht so gescheppert, wie es scheppern sollte. Ich habe nur einen Kill gemacht, den ich auch so oder so gemacht hätte. Ja, wir haben verloren. Nee, leider Affe ist sehr cool schneller gewesen. Also falls ihr euch fragt, Bardo, warum guckst du jetzt einen Tresorraub an? Spiel doch Ems lieber in Modus X, das ist die besser. Ich denke, die Gründe habe ich jetzt zu Genüge erläutert. Juwelenjagd würde gehen, aber Juwelenjagd mögen Leute einfach nicht nur zugucken. Ich denke, da mögen Leute auch den Quallenfischen-Modus nicht, weil es ist ja im Grunde Juwelenjagd in noch ein bisschen nerviger. Oder weniger nerviger. Ein Tresorraub ist halt komplett ein Münzwurf, ne? Es ist komplett ein Glücksspiel. Ich mag, dass sie ein trauriges Selfie macht, wenn man verliert. Okay, vielleicht gewinnen wir jetzt zu hart. Dann sehen wir es nicht. Das wäre das einzige Problem, wenn wir zu gut gewinnen. Überladung hätte ich theoretisch am Start, aber ich glaube, nee. Nein, wir haben zu gut gewonnen. Ich sehe es jetzt für eine halbe Sekunde. Es ist so guckt, ne? Und ich finde, 2,5 ist gar nicht mal so viel. Weil Ems, da lädt sich das ja recht schnell auf. Ich finde, 2,5 ist eigentlich fair. Ja, ich sag mal, so ein Hit weniger wäre nice gewesen. Aber ich finde, so wie das aufgeteilt ist, ist es eigentlich fair, wie lange das dauert. Gut. Das wird trotzdem nichts, weil die Runde ist jetzt gleich vorbei. Ja, die Runde ist over. Die Runde ist nicht ganz over, weil ich dumm gestorben bin. Also tatsächlich der Grund. Okay, ist trotzdem over. 100 Powerpunkte ging es auch gut, nehme ich auch immer mit. Einfach weggeheatet, Immortus. Habe ich mir dumm aufgespart. Nee, ich kann es wieder nicht sehen. Brawl Ball ist ja in der Regel mein bester Call. Aber ich will mir Brawl Ball nicht mit den SpongeBob Power-Ups angucken. Geh mal 5 gegen 5 Brawl Ball. Darf ich nochmal kurz einen Hot-Take sagen? Ich finde die SpongeBob-Skins unterwältigend. Wenn einer den SpongeBob-Skin in der Runde hat, oder irgendeinen SpongeBob-Skin, denke ich nicht, ui, den hätte ich jetzt aber auch gerne. Also ich denke mir, okay. Also je mehr Zeit vergeht, habe ich umso mehr das Gefühl, dass Supercell die Skin-Auswahl und Skin-Design leider echt ein bisschen verhaunert. So, das Event an sich finde ich gut. Das werde ich wie Löwe verteidigen. Aber ich finde, da wurde echt viel zu viel Potenzial weggeworfen. Ja, gut, also hier müsste ich auch die Hyperladung safe sehen. Wenn ich mal in die Reichweite komme. Ja, jetzt. Danke.
Will nicht super, ich will nicht sowas, nur so ein Fitzel. Warum auch immer ich auf einmal das Gefühl hatte, aufs Tor zu gehen. Jetzt? Ja. Ich würde sagen, das war der Moment. Das war nämlich, glaube ich, ein Triple Kill. Oder zumindest ein Double Kill. Aber das war safe der Moment. Gut. Wer hätte gedacht, dass 5 gegen 5 Brawl Ball der Modus ist, wo ich es am besten sehen kann. Aber es ist halt kein ernstzunehmender Modus, ne? Ja, es war ein Triple Kill. Es war ein richtig entspannter Triple Kill, die Überladung. Ich muss sagen, die Überladung ist stärker als gedacht. So, Gegner zurücksteuern, dann nochmal Schaden rauszuhauen, ist ein bisschen overhated gewesen. Ist jetzt auch natürlich nicht eine Top 20 Überladung, aber die ist schon okay so. Also, ne, wenn ich die umsonst kriege, und ich habe die umsonst gekriegt, so, dann beschwere ich mich nicht. Dann denke ich mir, okay, gut, kann man schon machen. Aber ich hab die Hyperladung. Ich hätte jetzt meine Hyperladung aktivieren sollen, super. Dann hätte ich ihn jetzt zurückgedrängt, ne? Das Problem ist, es ist so neu für mich. Ich will auf den richtigen Moment warten. Wann auch immer der ist. Ich glaube, das war auf dem Papier auch guter Schaden jetzt. Ich glaube, da kannst du nicht viel sagen. Auf dem Papier war das stark. Nice, Tor gemacht. Ich krieg die Belagung sogar nochmal raus. Aua. Ne, aber 5 gegen 5 ist aus meiner Sicht halt primär chaotisch. Daher nicht so fair zu bewerten. Ich habe immer noch die Überladung über. Muss es halt irgendwann mal raushauen, aber der Moment muss halt stimmen. Ich mach's jetzt einfach mal. Hat null die Fähigkeit. Komm, Fähigkeit. Ah, okay. Hat nicht so gekickt, wie ich wollte. Ey, aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Nimm mal mit. Das war guter Schaden generell in der Runde wieder. Meine Facecam überdeckt es, aber ich habe 100.000 Schaden gemacht. Das ist okay. Aller guten Dinge sind 3. Wir gucken uns das nochmal an. Weil ihre Hyperladung ist halt wirklich auch gut. Und ihr super in 5 gegen 5. Und ihr generelle Angriff ist natürlich auch gut. Weil du halt mehrere Gegner auf einmal treffen kannst. So, guck mal da. Einfach 4 Gegner auf einmal angegriffen und Schaden gemacht. Wen kannst du sonst machen? Schon mit vielen Brawlern, aber warum mit so vielen nicht? Eine Handvoll Brawler. Schön. Ich meine, ich werde es trotzdem einmal sehen. Auf einen Haufen. Nee, das war kacke. Das war kacke. Gewastet, hat nicht funktioniert. Nee, das wird doch dann eher 0-0. Nein, jetzt passiert nur was Krasses. Hier sieht nicht so aus. Nope. Die Gegner brauchen ja nur so ein paar Nahkämpfer. Falsch rum, falsch rum. Erst Gadget und dann Super wäre klüger gewesen. Falsch rum. Jeder macht uns vielleicht ein Tor. Ja. Alle gehen auf einen Haufen. Das war kacke, das war kacke. Ich bin gar nicht mehr angekommen. Ich muss auch wirklich mehr nutzen, dass der Kreis auch nochmal Schaden macht am äußeren Rand. Das ist halt eher so ein Zufallsprodukt, wenn das mal passiert ist jetzt. Aber das kannst du dir aktiv nutzen, um einfach nochmal einmal Schaden mehr zu machen. Oh, ich hab die Blutung nochmal, okay. Sehr gut. Sei, wir machen jetzt ein Tor, aber ansonsten habe ich es nochmal. Aber die Zeit arbeitet gegen mich, wenn ich es nochmal sehen will. Weil, nee, wir haben ja Verlängerung dann. Nevermind, okay, cool bleiben. Nein! Nein, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, scheiße. 11 Kills, 77.000 Schaden. Also, wer Ems gut pushen will, 5 gegen 5 Brawl Ball ist tatsächlich eine stabile Variante. Weil es ist sehr leicht, viel Schaden zu machen. Viel Schaden heißt gleich MVP, MVP, extra Punkte, viel Schaden machen gleich, dein Team gewinnt wahrscheinlich. Aber in 5 gegen 5 Brawl Ball konnte ich mir jetzt auch einen guten Siegestreak aufbauen. Und konnte es halt wirklich auch in fast jeder Runde gut sehen. Wir brauchen einen guten Angriff. Okay, jetzt erstmal Defensive, weil Willenband kommt. Mal angefahren. Nice, Clancy weiß Bescheid. Mein Timing hat mir da überhaupt nicht gefallen. Na gut, gib mir zum Abschluss nochmal den besten Modus mit ihr. Brawl Ball 5 gegen 5. Ich habe wieder jetzt gleich eine Stunde aufgenommen. Noch für die Gegner. Mit Glück nicht, okay, nice. Hier passiert gerade eine ganze Menge. Auf einmal. Chaotisch. 5 gegen 5 Brawl Ball. Kannst du mit den Worten chaotisch beschreiben? Das ist nicht mehr ein Wort, das ist ein Wort.
Ganz mit dem Wort chaotisch beschreiben. Ist original ein Wort. Ich hätte Superladung vielleicht machen sollen. Oder ich hätte vielleicht gar nicht super wasten sollen. Aber ich wollte nicht sterben. Die Zeit müssen gegen mich. Kacke. Okay, jetzt kann ich. Ach komm, scheiß drauf. Ich glaube, Search hat nochmal extra fast kassiert. Wenn du drängst die zurück. Oh, sie wird super toll. Krieg safe nicht noch. Autsch. Ich krieg safe nicht nochmal raus. Also, wenn ich Wetten abgeben müsste, würde ich sagen, Mortis wird einmal sich durchmogeln. Gegnerische. Keine Ahnung, wer es war. Aber einer hat sich durchgemogelt von den Gegnern. Fazit zur Hyperladung. Tatsächlich stärker als gedacht. Ich mach mal kurz einen Hottake, einfach um Hottake rauszuhauen. Ihre Hyperladung gefällt mir besser als die Hyperladung von Poco. Aber gut, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich habe jetzt auch erstmal alle abgearbeitet, die mich seit irgendwie 100 Tagen nach irgendwas fragen, was erstmal stabil ist. Dann würde ich aber sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls neu seid, lasst mal ein Abo da. Bis dahin und ciao.